Das Linksbündnis Syriza hat die Parlamentswahlen in Griechenland überraschend klar gewonnen. Die Partei von Ex-Ministerpräsident Alexis Tsipras liegt gut 7 Prozentpunkte vor der Nea Demokratia unter Evangelos Meimarakis. Zusammen mit dem Koalitionspartner, den unabhängigen Griechen Anel unter Panos Kamenos, kommt Syriza klar über die 151 Mandate umfassende absolute Mehrheit. Tsipras sprach von einem Erfolg, der Europa verändern werde. Dies ist ein Sieg des Volkes. Wir lieferten eine schwierige und harte Schlacht und heute spüre ich, dass ich recht hatte, denn das griechische Volk hat uns einen klaren Auftrag erteilt, diese Schlacht im In- und Ausland weiterzuführen. Tsipras kündigte an, den Kampf gegen die Korruption zur Priorität der neuen Regierung zu machen. Freunde, der Auftrag des griechischen Volkes ist eine glasklare Botschaft, die Boshaftigkeit der Korruption, die über Jahre dieses Land beherrscht hat, zu beenden. An der Siegesfeier von Syriza nahm auch Panos Kamenos, der Chef des Koalitionspartners Unabhängige Griechen, teil. Spätestens Dienstag soll die neue Regierung stehen, hieß es aus Syriza-Kreisen.